geht YouTube, ist der Boy Gang. Wir spielen heute Roblox Horror Spiele. Ich werde nicht lange schnacken. Ich mache hier die ganze Zeit schon. Bin ich hier irgendwas am Schnacken? Nichts funktioniert immer wieder. Roblox Horror. Wollte ich schon lange mal machen. So. Ein neues, einzigartiges Horrorspiel mit Türen. Guck mal, bei diesem Game, was ich letztens hochgeladen habe, habe ich mich schon 100-mal erschrocken. Obwohl das Spiel eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, dass man sich dabei erschreckt. Das hat so 3 Jumpscares nur. Oh, Leute, das wird jetzt Content. Was ist das hier für eine Ego-Sicht? Das fühlt sich an wie VR. Das Hotel. Wie gut ist das gemacht? Willst du mich verarschen? Das ist Roblox? Ich mach mal lauter bei mir ein bisschen. Lass mir hier auch die Ohren wegschallern, wenn da was passiert. Ich muss sagen, bei Roblox kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man sich erschreckt. Okay, wir gehen mal hier durch die Türen. Ich meine, das Spiel heißt ja Türen, ne? Es regnet draußen. Okay, oh, hier sind so mehrere Aufstühle jetzt. Okay, hier ist die Klingel. Herbert. Ah, da ist doch einer. Schleichen. Nehme ich mir mal mit. Dankeschön. Oh, das ist die erste Tür. Ah, das ist ja ziemlich einfach, dieses Spiel. Okay, das war laut ein bisschen, dieses... Okay. Oh, Alter, was ist das für eine Animation, wenn er nur in den Schrank geht? Da hat man sich voll erschrocken. Okay, scheiß mal drauf. Hier kann man sich drinnen verstecken. Ich glaube, ich brauche ja dann jetzt nicht in jedem Schrank gucken, ne? Okay, die geht von selber auf. Okay, ich wollte nur gucken, ob da jetzt vielleicht zufällig was drin ist. Oh, vielleicht mal hier gucken. Oh, Golddublonen. Okay, was kann man denn mit Golddublonen hier machen? Warum ist sie von selber aufgegangen? Ich lese den Chat eh nicht, Jungs. Also nicht vernünftig. Also ich kann gar nicht gespoilert werden. Komplett. Ich habe jetzt schon 3 Türen gemacht und ich habe mich nicht einmal erschrocken. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh, okay. Hä? Was ist das für ein Spiel? Achte auf die Merkmale, die Rush bei der Ankunft zeigt. Nochmal, kann ich das in einem Stream durchspielen? Geht das? Oder mache ich mich hier jetzt zum Obst? Dafür, dass das Roblox war? Ja, aber ist schwer. Hm, okay, jetzt kann man sich hier so Items holen, so Taschenpots und so. Das Lied ist low-key hard. Nabend, ich bin wieder im Hotel. Komm, nehmen wir mal kurz schnell die Schlüssel mit. Kann man hier sprinten? Nee, ne? So, Nabend, ich muss aber die Schlüssel wieder aufs Zimmer. Dankeschön. Hä? Das war doch anders gerade. Oder war das gerade auch schon mit den Treppen? Alter, hat da gerade in Real Life bei mir einer geklopft oder war das im Spiel? Okay, da hat einer geklopft. Kennt ihr das? Hör mal, wer da hämmert. Ich muss da rein. Jetzt? Wann kommt denn jetzt dieser Taschwortsgeist? Okay. Ah, man darf da nicht zu lange drin sein. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Hä, darf ich nur 5 Sekunden in dem Dreckschrank sein? Warum kommt da direkt dieses Geräusch? Nice. Ich habe einen MMOGA-Key gefunden. Gamecards und Gamekeys. Okay, hier ist der Schrank weit weg, ne? Okay. Hey, das ist ja ganz anders als in der ersten Runde. Okay. Ich höre halt fast nichts wegen des Regens. Okay. Das war nicht mein Schritt. Okay, die Tür ist kaputt. Okay. Oh, okay. Super. Hier ist ja gar kein Schrankerino zum Verstecken. Okay, doch hier. 5 Euro.
Jo, kommt dein Name von Leck meine Eier? Hört sich so an, wenn man es schnell ausspricht. Wenn nicht, wie bist du auf den Namen Gleckmiere gekommen? Danke für die 5 Euro komplett. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in diesem Horror-Game hier nicht erklären, wie ich auf meinen Namen gekommen bin. Aber, ja, okay, komm, ich mach's einfach. Ich fand das Wort einfach lustig, ich habe mir das ausgedacht. So, that's it. Gleck habe ich mir ausgedacht, das Wort fand ich lustig, okay. Danke für die 5 Euro, Dober. Komplett. Hä, das ist ja voll rushbar hier, das Spiel. Wie viele Türen soll es hier geben? Okay, ich dachte nämlich gerade, diese Regengeräusche. Danke für den Sub, Henry. Da kommt einer. Oder? Ich gehe wieder raus. Scheinbar wollte er nur mal kurz sagen, ja, moin, hier ist meine Butze. Ich ficke dieses Spiel. Wie kann ich denn gerade bei Level 3 erwischt worden sein und jetzt... Hä? Oh, okay. Weg! Okay. Hä? Also ob, als wenn ich da jetzt durch muss. Vielleicht gab es hier so Taschenlampe oder so, aber gab es nicht. Es gab keine Taschenlampe. Immer wenn die Lichter so ein paar Mal hintereinander funken, kommen was. Ja, Lachkick, soll ich jetzt hier in diese schwarze einfach? Wo ist dieser Hundesohn? Golddublon. Okay. Habe ich es gleich schon geschafft, oder was? Okay. Warum sehe ich nichts? Nice! Ich habe den auseinandergenommen, den einen. Jetzt kommt gleich irgendein anderer. Er hat die Lichter kaputt gemacht. Ich merk's. Er hat sich die in den Arsch gesteckt. Die Lichter. Es gibt 100 Türen. Ich habe das Spiel gleich durchgespielt. Oh, okay. Hier ist abgeschlossen wie so türkischer Laden. Ja, ich würde dann... hier erstmal ein kühles blondes Zapfen zum Beispiel. Oh, was hat das jetzt gebracht? Okay. Zu Vino sage ich Nino. Geil. Was bringt mir das denn hier drinnen zu sein jetzt? Warum kann man sich denn hier aussperren? Warum sollte ich das machen? Ah, okay, jetzt ist das Gate offen. Macht Sinn. Bücherwurm oder was? Geil. Guck mal, einfach hier. Das ist einfach Roblox. Das Gemälde heißt Mona Thumb. Das ist einfach Roblox gerade. Ich komme nicht drauf klar. Kleine Launch. Kann man sich entspannt machen? Kleine Launch. Entspannt. Okay, hier sind so Bilderinos. Was soll ich jetzt hier mit dem Scheißbild? Ich kann dieses Drecksbild ja nicht mal mehr hin... Ah, ich muss das sortieren. Warte, erstmal hier die Tür zu? Ach, geht nicht. Warte, sortieren, oder? Nö. Oh, doch. Guck mal, das Breite muss da hin. Oh, okay. Dann muss das hier hin. I guess. Richtig. Da muss das da hin und das da hinten. Der ist doch einfach, ist doch geil hier. Kann man doch mal ein bisschen zocken. Ist doch ein neues Spiel, so finde ich. Geil. Weiter geht's im Let's Play. Warum?
Warum ist das so... Ich habe das Gefühl, ich gehe hier die ganze Zeit... Oh, 1000 Räume. Ich habe das Gefühl, ich gehe die ganze Zeit in die gleiche Scheiße hier rein. Kann man sich erstmal... Oh, man kann sich... Hier ist man auch versteckt. Guck mal, aus Prinzip, ich gehe jetzt einfach nicht in diese Räume rein, alle. Ich gehe einfach nur hier links. Okay, braucht man auch nichts. Guck, die anderen Räume sind auch Verarschung. Guck mal, das ist doch Verarschung. Hier, das ist doch Verarschung, ist das. Oh, okay, fuck, ich muss den Schlüssel suchen. Oh, ein paar Goldnünzen, sage ich nicht nein zu. Nünzen? Oh, Nünzen? Jetzt bräuchte ich mir nur noch so einen kleinen MMOGA-Key, das wäre jetzt nicht schlecht. Der kann auch in Schubladen sein. Oh, tot. Okay, Bleistift. Zum Bleistift. Okay. Es wäre halt echt gut, wenn ich hier so langsam von MMOGA mal hier den Raffling finden würde, um dann den jeweiligen Key halt zu kriegen. Ups, ich bräuchte aber den MMOGA-Key, bitte. Wo ist denn der MMOGA-Key, Jungs? Kann mir das mal einer hier sagen? Ah! Wenn man zu lange braucht, kommt so ein blaues Licht. Das kommt nicht davon. Das kommt, weil ich der Auserwählte bin. Machen wir mal die Tür mal auf hier, ne? Kurz. Okay. Okay, das habe ich jetzt nicht gefeiert gerade. Oh. Geil, weiter geht's im Let's Play. So. Ist doch simpel, Digga. Nimm ich mir hier den Kerzendocht noch. Irgendeiner hat hier Durchfall. Hört sich irgendwie danach an, als hätte jemand Durchfall. Sorry. Okay. Sofort rein. Okay, wir wurden verarscht. Okay, das ist krass. Jetzt gar nichts zu sehen, finde ich heftig. Ach, das sind Augen, okay. Ich traue mich irgendwie nicht, mich weiter fortzubewegen. Okay. Glubschieß, Glubschaugen. Okay, jetzt muss ich dann den MMOGA-Key finden, ne? Ah, first try hier direkt. Shoutout MMOGA. Machen wir die Tür mal auf. Oh, okay, dunkel wäre jetzt auch ultra unkorrekt gewesen. Kann man sich auch... Nee, da kann man sich nicht drunter verstecken, oder? Oh mein Gott! Was ist das für ein Schleim? Rechts! Rechts! Oh, links! Leute, ich darf nicht laut sein! Komplett! Ich habe Angst, mich umzudrehen. Okay. Ist ja kein Thema, ne? Ist ja erstmal kein Thema, dass ich das hier first try. Guck mal, und weil jetzt gerade einer kam, laufe ich hier mit so einem Selbstbewusstsein durch, weil als ob jetzt gleich noch einer kommt. So. Wisst ihr, wie ich meine? Back-to-back machen die nicht in diesem Spiel. Okay, wir müssen einen MMOGA-Key finden. Inch direkt hier drinne? Natürlich nicht. Okay, das ist geisteskrank. Hier ist jetzt Suchen angesagt, leider, ne? Ja, okay, wurden wir verarscht. Super. Okay, oh! Zweiter Durchgang. Hier, finde ich. Ah, das ist die Rückseite. Ah, lol. Klopf, klopf, wer ist da? Oha, Lan. Zum Bleistift. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Ich wollte gar nicht unters Bett. Komisch.
Das Problem ist auch, ich habe mir halt die Türen gar nicht gemerkt, in die ich reingegangen bin. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ich darf gleich alles nochmal neu machen. Okay, geil, geistkrank. Das ist geistkrank. Einfach Mangosaft, danke für den Sub. So, wir machen erstmal hier die Tür auf, finde ich. Oh mein Gott, okay. Das hat jetzt gerade keinen Spaß gemacht. Ich fand das gerade ein bisschen krass. Wrong room. Okay, ich glaube, ich lasse den dann mal lieber zu, oder? Gut, dass der scheiß Schlüssel dann leuchtet. Lol, die Schritte waren doch direkt hier neben mir. Finde ich. Finde ich. Warum geht das nicht auf? Okay, 38, nice. Wir brauchen jetzt 39. Okay. Guck mal, das Gesicht, ist das der Trollface? Okay. Jetzt kommt dieser Lichtmeister wieder, ne? Kommt nicht immer dieser Lichtmeister? Schon gedribbelt habe, wirklich. Ich bin so krass in diesem Spiel. Oh, was? Der ganze Raum ist dunkel. Nein, die Kerze ist gleich aus. Nein, man braucht einen Schlüssel. Es ist schwarz hier alles. Nein, der ist nicht First Try drin. Es ist over für mich. Immer rechts laufen, Jungs. Irgendwann lauft ihr im Kreis. Was sind das da für Glagmire-Brillen, die da leuchten? Ja, seit wann ist Roblox so nice, das Spiel eigentlich? Warum soll ich denn Geld bezahlen für Spiele, wenn das hier kostenlos ist? Ah. Warum leuchten alle Räume, wollen die mich verarschen? Ah. Ich checke. Weil jetzt, das ist so die Hilfe, jetzt habe ich Licht und so, ne? Okay. Hä, warum kann ich den nicht aufheben? Oder habe ich den jetzt schon aufgehoben? Vergesst, ich habe ihn aufgehoben. Ja, mach mal hier auf jetzt die Tür, finde ich. 42, passt das? Ja, das passt. Okay, war richtig. Oh, okay. Warum bewegt sich das denn hier komplett? Ein Telefax abschicken? Digga, was kann ich mit diesen ganzen Snünzen machen eigentlich? Okay, jetzt ist das halt wieder der Punkt, wo ich dann halt schon wieder überfragt bin, ne? Ah, lol. Geil. MMOGaki, der war schön versteckt. Aber nicht mit mir, Kollege. 44. Passt das? Muss ja. Mal gucken, was wir heute im Koffner dabei haben. Never mind, wir gehen unters Bett. Okay, der Koffner ist wohl tabu für uns. Ja, ist halt nicht so schlimm, wenn man nichts sieht, ne? Oh mein Gott, nein! Da hat jemand Psst gesagt. Das hat sich richtig real angehört. Da muss ich das Headset leider, sorry, an dieser Stelle an die stabile Seitenlage aufsetzen. Komplett geht da gerade nicht. Okay, jetzt kann ich sie da komplett aufsetzen. Digga, nee, pst und sowas, da ist vorbei bei mir, bin ich ehrlich. Jetzt, pst wieder. Okay. Gleich kommen 50. Und wenn bei 50 nichts Krasses passiert, bin ich doch ein Hund. Okay. Cooles Zimmer übrigens. Okay. Lol. Ah, nein, 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 nein. Dieser Hundesohn. Oh. Oh.
Der ist da in der Nähe. Der kann selbst hören. Der ist blind, der Hai schreibt alle was anderes. Was passiert, wenn ich auf die Leiter hochgehe? Ich muss ihn wahrscheinlich ausdribbeln gleich. Hört er mich, wenn ich rede, oder was? Ah, okay, der ist ehrlich blind. Hier, ich habe gerade irgendwo einen Schlüssel gehört. Der Schlüssel ist hier irgendwo. Wie? Ah. X3? Okay. Was heißt das? Hier ist der nächste, X3. Unkorrekt, Digga, dass der zu mir kommt. Okay, der nächste ist... Hier. Okay, ich habe X3. Karo 5. X3, Karo 5. 8, 3, 5. Okay, ich muss noch mehr Bücher finden. Ich check. Oh, oh. Oh, unlustig. Okay. Du musst zu so einem Schreibtisch gehen und dann kannst du die Reihenfolge sehen. Nein. Ich muss erstmal auf. Oh nein! Ich verliere das Spiel. Okay, nevermind. Hier war irgendwo ein Dashboardsbuch. Dreierkreis. Hier ist noch eins. Viereck 6. Eins brauche ich noch. Oh, hier ist auch was am Leuchten. Willst du mich verarschen? Ach so, das ist die Reihenfolge. So, ja easy. Ich glaube, den haben wir auseinandergenommen jetzt, oder? Es wäre halt echt witzig gewesen, wenn er jetzt ohne Grund zu mir gekommen wäre. Hey, warum ist hier denn noch ein Buch? Reicht das nicht mal so langsam? Und warum will er jetzt unbedingt zu mir nach oben wieder? So, jetzt was für eine Reihenfolge, Rino? Eins ist Stern. Nein, halt die Fresse, ich weiß doch gar nicht mehr, was Stern ist. Achso, Stern ist 9. 9. So. Okay, Viereck, Karo, Dreieck, Kreis. Viereck, Karo, Dreieck, Kreis. Viereck, Karo, Dreieck, Kreis. Okay, nein, okay. Digga, der läuft die ganze Zeit neben mir. Guck doch mal, mein Bild vibriert die ganze Zeit, Jungs. Wollt ihr mich verarschen? Oh, guck mal, ein Symbol fehlt mir noch, aber ich habe ja fast... Guck mal, eins habe ich, drei habe ich, fünf, sechs. Okay, es kann also nur 7. Oder es kann 8. Oder es kann 4 sein. Okay, ich drücke jetzt 3, wenn ich sterbe, Lachkick. Ja, witzig. Wer auch immer das geschrieben hat, ihr seid die lustigsten der Welt. Okay, wir sind gerade leider bei der neuesten Episode Verstehen Sie Spaß gelandet, Jungs. Wir müssen wohl scheinbar doch nach den Drecksbüchern suchen. Hello there. Bro ist mehr als lost. Ich bin ja nicht lost. Ich hab's ja systematisch gemacht. Guck mal, 4. Ach, wir brauchen aber noch mehr, ne? Wir brauchen Kreis noch. Ich check aber dieses Monster nicht. Wenn ich die ganze Zeit sneake, macht der doch gar nichts.
Kreis, 9. Ich bin ein Hund, wenn wir das nicht probiert haben. Und jetzt, warum ist er denn jetzt, wo ich das weiß, hinter mir eine Shisha-Bar am Aufmachen? Okay, never mind. Gut. Oh, geht doch. Oi. Verdammt, ist die ein Shop oder was? Jeff's Shop. Geil. Wofür brauche ich den Crucify? Braucht man den? Say, hombre, do you believe in your... Okay, den muss ich eine Stunde anquatschen, dass er mit mir redet. Der schreckt mich jetzt. Nothing happens. Ach, schon wieder hier, Bilderino. Ja, hier. Klatsch hier an der Wand hier. Klatsch, zack. Klatsch, klatsch. Falsches Bild, let's go. Klatsch. Klatsch. Bam. Dash. Oh, geil. Colin, danke für den Primey. Dash. By the way, Jungs, falls ihr mich supporten wollt, blablablub. Oh, shit, jetzt gleich kommt wieder dieser Dunkelmeister. In 3, 2, 1. Okay, never mind. Oh, doch, der dunkle Lord kommt wieder. Boah, ich habe sein Gebiss gesehen diesmal. Okay, jetzt können wir auch mal die Taschenlampe hier austesten, Rino. Okay, geil. Komme ich von da? Ich komme von hier. Gleiterhaken. Packen wir die Taschenforts wieder weg, bevor der Akku hier leer ist. 61, warte mal. Nee, das kommt nicht hin von den Zahlen, oder? Die wollen mich verarschen. Guck mal, wir gucken jetzt, ob ich gerade... Fuck, warum kann ich das... Warum ist das jetzt verschmiert? Oh mein Gott, nein. Lachkick. 59. 61. 60. 60, ganz klar. Oh mein Gott, ich bin mit einer der Besten wahrscheinlich, die es in diesem Spiel gibt. Oh mein Gott. Was ist das? Der geheime Weinkeller. Oh, da ist schon wieder sowas, okay. Ist das jetzt wieder hier, Dings, genau wie vorhin? Yo, nö. Jungs, wo ist der Lichtschalterino? Wir brauchen den Schalterino. Okay, hier geht's nicht hoch. Wir bräuchten einmal den Schalterino. Achtung, wir landen gleich. So. Fleisch. Okay. Bist jetzt irgendwie vorbeigelaufen. Ja, Mann. Alle Fresse halten. Welches Pferd ist hier am Rumgaloppieren? Wer macht hier Galoppierinski, finde ich. Taschenlampe, oh mein Gott, nein, die hat ja Akku. Das ist fucking schlecht. Ich muss sie wieder anmachen, leider, weil ich ein Idiot bin und sonst nichts sehe. Never mind. Geil. Ich habe das Spiel ja gleich durchgespielt, gefühlt. Nice, Content. Ich bin das komplett am Speedrun, finde ich. Oh, okay, gleich kommt wieder das Taschenmonster. Kurz an mir vorbeigezogen wie Karim Balarabi. Jetzt geht's weiter mit der Taschenlampe. Weiter geht's im Let's Play. Hat er mir hier die Türen schon mal aufgemacht, oder wie muss ich das verstehen? Junge, der Regen ist schon echt laut, ne? Ich würde schon... Oh, geil! First Try MMOGA! Also, ich bin da halt gar nicht drin, ne? Hm, hier kann man eine kleine Auszeit sich gönnen, wie es scheint. Finde ich super. Oh, Tür mit dem Totenkopf drauf. Das ist bestimmt gut, da durchzugehen. Okay, gleich kommt wieder das Monster da. Ein Loch Ness. Fleisch. Ein bisschen Fleisch hier. Ah, immer Mogiaki, den nächsten, ohne es zu suchen. Geil. Okay. Ich habe keinen Schrank. Okay, ich dachte, dieses Monster kommt jetzt. Goblet. Nice. Ey, das ist, ich bin gerade gut am Speedrun, finde ich.
Oh mein Gott. Okay. Diese Animation macht mir einfach nur Angst, weil die so fucking schlecht ist. Jetzt muss ich wieder vor dem Schleimmonster da weglaufen. Okay, ich habe wahrscheinlich verloren. Der ist direkt neben mir. Okay, ich habe verloren. Tür 77, Jungs. Tür 77. Ey, aber für ein Kinderspiel hat das einer gerade im Chat geschrieben. Ich habe noch nie so ein heftiges Kinderspiel gesehen in meinem Leben. Ey, nein, muss ich jetzt 70 Türen neu machen? Kann ich respawnen für Robux oder sowas, wenn ich Geld bezahle? Wiederbeleben? No way! Geil! Okay, Jungs, warte, ich kaufe mir kurz Robux. Ich glaube, ich habe gerade ein Abonnement abgeschlossen. Monatlich wird das verlängert. Super. Ich habe gleich ein Lachflash. Ey, kauf es! Ich habe dafür schon Geld bezahlt. Ich habe jetzt ein Abonnement abgeschlossen. Ja, Lachkick, alte 4, ne? Ich spiele das nicht nochmal. Also das komplette Level jetzt nochmal, muss mein Arsch lenken.